Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tales of Monkey Island. Ja, wir haben gerade dieses komische Glasauge bekommen. Das müssen wir jetzt noch irgendwie einrichten. Ich weiß noch nicht genau wie. Kann man das auf... Nein. So funktioniert das nicht. Tasse mit flüssigem Glas, Tasse mit... Wir haben hier blau, heißes Wachs. So, okay. Wir müssen noch gucken, wie wir das genau einrichten. Aber wir gehen jetzt mal hier weiter an den Steg. Ach, guck mal, meine Schmierpfütze. Da nehmen wir natürlich auch mal gleich was mit, wenn wir noch was haben. Ich muss einfach etwas von diesem unglaublichen Schmierfett aus Schinkenspeck haben. Das hätten wir. Jetzt riechen meine Jacke und meine Hose nach Schinkenspeck. Schinkenspeck. So, und das ist die Katze, um die es geht. Hallöchen, Stumpfbein. Genieße deine letzten Momente der Freiheit, denn du wirst dafür büßen, was du Miss Pretty Whiskers angetan hast. Ich würde gern etwas dafür zahlen. Werden hier Reisechecks angenommen? Wie geht es denn, Mrs. Gingy Whiskers? Wie geht's Miss Grungy Whiskers? Ihr Name ist nicht Grungy Whiskers, du Speichellecker. Er ist Miss Pretty Whiskers. Okay, lässt du die Vorwürfe fallen, dann verschone ich dein Leben. Lass die Vorwürfe fallen, dann verschone ich dein Leben. Das Leben ist kaum noch lebenswert. Ohne Miss Pretty Whiskers zarte Trippelgeräusche auf dem Boden der Bar. Ich bin mir sicher, dass sie genauso über das Getrippel deiner Stumpen denkt. Was genau machst du eigentlich hier? Was genau machst du eigentlich? Ich bereite das Essen für Miss Pretty Whiskers zu. Wonach sieht's denn für dich aus? Darf ich mal probieren? Aber nein. Okay, wie ich hörte, weißt du vielleicht etwas über dieses... komische Dschungelbestie. Wie ich hörte, weißt du eventuell etwas über das Dschungelbiest? Noch nie hat jemand das Dschungelbiest gesehen. Aber das ist die furchterregendste und übelriechendste Sache, die man nicht sieht. Ein dunkler Dschungelgott, der nur in tiefschwarzer Nacht durch die Gegend streift. Dunkler Dschungelgott? Ei! Der Legende zufolge soll es im Magen des Gottes des Todes gelebt und sich an Leichen gelabt haben, bis der Tod eines Tages ein verdorbenes Schalentier aß und so das Dschungelbiest ans Tageslicht beförderte. Aber wenn du es noch nie gesehen hast, wie willst du dann wissen, ob es das wirklich gibt? Weil es ist. Um das Biest zu beschwichtigen, haben wir schon viele Fleischopfer am Dschungelaltar zurückgelassen. Am nächsten Morgen war das Fleisch immer spurlos verschwunden. Fleisch, das verschwindet. Ja, das kann nur ein Dschungelgott sein. Bis später dann. Bis später. Das sieht unappetitlich aus. Finger weg von Miss Pretty Whiskers Nahrung, du falscher 50er! Deine Katze frisst das? Ich dachte, sie wäre gelähmt. Ist sie auch. Ich muss sie durch einen Strohhalm ernähren. Wie? Okay, gucken wir mal. Hier. Es ist ein kaputtes Zeichne-ein-Bart-auf-Guybrush-Spielzeug. Sieht aus, als krümeln da Eisenflocken raus. So. Hinter dir! Ein fünfköpfiger Bonobo! Ist immer gut, wenn wir irgendwas in Essen reinstreuen können. Tut mir leid, das war wohl ein Wetterballon. So. Was mir das genau bringt, weiß ich noch nicht, aber es ist immer gut, wenn wir irgendwas reinstreuen können. Da wir kein Chili oder sowas da haben, muss halt Eisenflocken gehen, einen Spind herhalten. So, gehen wir zu unserem Erzfeind, unserem neuen Erzfeind. Äffchen! Es ist Jack,
Der elektromagnetische Affe. Können wir dich rausholen? Keine Sorge, kleiner Kerl. Ich werde dich befreien. Irgendwie. Wir haben ja was Dietrich-ähnliches dabei. Mal sehen, wie das funktioniert. Aha! Los, nichts wie weg von hier! Habe ich dich jetzt im Inventar? Tatsache. Gut. Schild hier. Der Arzt ist beschäftigt! Er muss ja sehr beschäftigt sein, wenn er so viele Ausrufezeichen braucht. Bonjour! Fredwood! Bleiben Sie bloß weg von meinem Laboratorium! Okay. Das ist eigenartig stinkende Flüssigkeit. Au, was zum Teufel macht das denn hier oben eigentlich? Okay, nehmen wir das auch mal mit. Heiß. Wisst ihr, wenn ich wissenschaftlich etwas mehr veranlagt wäre, würde ich mir vielleicht Sorgen machen, welche Auswirkungen dieses Zeug auf kommende Generationen der Freeboots haben könnte. Gut, dass es keine nachfolgende Generation gibt, wenn ich nicht die Pockenvirus da heile. So, ich glaube, wir haben alles. Müssen wir nur noch irgendwie da um die Ecke rumkommen. Jetzt wäre es natürlich nicht schlecht, wenn wir noch irgendwie bei der Voodoo-Prinzessin vorbeikommen könnten. Mal gucken. Wer ist da? Ich bin Skybrush Threepwood, mächtiger Piratenanwalt. TM. Ah, Anwalt Threepwood. Was kann ich für Sie tun? Warum verbreitest du denn vor Gericht diese Lügen über mich? Warum verbreitest du vor Gericht diese Lügen über mich? Wir wissen doch beide ganz genau, dass ich nie dein X ausgegraben habe. Ich weiß, was du vorhast. Du willst den alten Hardtack mit einem dieser neumodischen Aufnahmegeräte ins Boxhorn jagen. Tja, ich werde nicht einen Ton in meinem Fall sagen, außer vor einem Piratengericht, das nach Piratenrecht urteilt. Wie du meinst. Ich würde gerne in den Dschungel gehen. Ich würde gern in den Dschungel gehen. Ich muss mit einer großen Voodoo-Lady über einen nicht ganz so großen Schwamm reden. Tut mir leid, Kumpel. Ich fürchte, ich kann Gefangene nicht in den Dschungel ziehen lassen. Sie könnten sich verlaufen oder einfach untertauchen. Aber ich bin doch kein Gefangener. Ich bin der Anwalt des Gefangenen. Guybrush Threepwood, mächtiger Piratenanwalt. Tim! Nun, das ist eine knifflige Frage. Das ist es. Aber um sicher zu gehen, denke ich, es wäre das Beste, wenn ich beide Guybrush Threepwoods vom Dschungel fernhalte, bis ihre Verfahren beendet sind. Okay. Warum bist du nicht zurück auf das Spinner Cay Guy? Was hat dich eigentlich nach Flotsam Island gebracht? Nun, nach dieser Pechserie auf Spinner Cay fand ich mich ohne Kapitän und ohne Schiff wieder. Das tut mir aber echt leid. Das passiert schon mal. Ich ließ mich ein wenig treiben, bevor ich schließlich hier auf Flotsam landete. Jetzt habe ich bei Richter Grindstamp die Stelle des Gerichtsdieners / persönlicher Koch angetreten und sorge für kulinarische Gaumenfreuden für seine Nachtflucht. Es ist ein bisschen wie ein wahr gewordener Traum. Gut, da hat ja jeder alles bekommen. Wie geht es dir denn mit den LeChuck-Pocken? Wie geht's dir denn mit den LeChuck-Pocken? Ach, es ist gar nicht so schlimm. Klar, man hat das ständige Verlangen, die abscheulichsten Taten zu begehen. Und das wirkt sich ein wenig auf das soziale Umfeld aus. Aber mein Elan fürs Plündern war noch nie besser. Man könnte fast sagen, es schwimmt von allem, was in der Brühe. Eins habe ich allerdings nicht so erwartet. Unglaubliche Lust auf Krautsalat. Sag mir ehrlich, Kumpel, woran liegt das nur? Tja, keine Ahnung. Ich sag mal Tschüss. Und bevor ich ins Gerichtsverfahren gehe, sollte ich vielleicht nochmal das eine Auge von ihm herstellen. Jetzt gucken wir mal, ob wir...
Sagen Sie, unbefangener Bürger. Was willst du? Ich will jetzt erstmal hier, warum hat jemand diese vielen Rohre bestellt? Warum hat jemand diese vielen Rohre bestellt? Ich hab dir doch gesagt, du sollst mich das nicht fragen! Okay, bis später. Bis später. Wenn ich von hier klopfe, vielleicht kommt er näher ran. Nee. Ich frage mich, wie ich das mit dem Auge machen soll. Auge kann ich nicht auf mich anwenden. Okay. Das ist mit dem Auge, das muss ich noch irgendwie hinkriegen. Sollte ja möglichst aus nächster Nähe geschehen. Also brauchen wir irgendjemand, der aus nächster Nähe das Auge. Reden wir erstmal hier mit. Doro? Was? Tschüss. Gehen wir dir erstmal hier das. Und guck mal, wie das aussieht. Hey Doro! Was? Sieh mal, was ich habe. Was ist das? Ein Glasauge. Was ist denn das für ein müdes Glasauge? Dem fehlt ja jegliche Farbe. Pfäh. Okay, das funktioniert so nicht. Probieren wir mal den Typen da hinten. Der war ja, ist die ganze Zeit da. Vielleicht kann man das Glasauge auf den ausrichten irgendwie. Also mit dem Glastypen hier funktioniert es leider nicht, weil der einfach zu weit weg ist. Aber vielleicht funktioniert es ja mit dem Typ, der eine Katze hat. Der hat halt nur ein Glasauge, ein Auge, aber vielleicht funktioniert es. Richten wir es mal auf Hemlock. Hey Hemlock, hast du was dagegen, wenn ich deine Augenfarbe hier festhalte? Was ist denn nun schon wieder los? Hey! Danke. Nee. Ich will das ja. Können wir das vielleicht einfärben? Nein. Wobei, das ist auch rot. Nee. Wäre zu einfach gewesen. Probieren wir mal den hier. Nee. Ich muss den richtig einfärben in dem Augenblick, wenn er wütend wird. Das ist zwar etwas schwierig, aber... Kann ich das mit irgendwas kombinieren? Nein. Probier das mal so. Hey Doro! Was? Ich habe ein Auge für dich. Das ist nett, aber... Aber? Ich habe wirklich mein Herz an ein cooles Glasauge verloren, das leuchten kann. Leuchten? Du weißt schon, so wie diese coolen Augen der pockeninfizierten Piraten leuchten, wenn sie so schön wütend werden. Willst du etwa aussehen wie einer dieser durchgedrehten, kranken Piraten? Oh, sieh! Dann werden alle Piraten den Namen Joaquin Doro fürchten und respektieren. Okay, das funktioniert auch nicht. Was für eine Augenfarbe haben denn... Fäkalverteiler. Vielleicht hat der ja rote Augen, warte mal. Nein. Jetzt haben wir ein Seagull-Schwarz. Das ist zwar auch cool, aber noch nicht ausreichend cool.
Vielleicht können wir das Auge da in diesen Schädel reinsetzen. Mal gucken. Das Auge erfasst nur die Farben anderer lebendiger Augen. Okay, das funktioniert also nicht. Würden Sie mal einen Moment stillhalten? Ich glaube, Sie haben etwas im Auge. Ja? Wo? Nein, ich lag wohl falsch. Naja, danke für die Warnung. Okay, so funktioniert das auch nicht. Weil die Lampe kann ich, glaube ich, noch mitnehmen, das Öl von der Lampe. Genau, das nehmen wir noch mit. Ich fühle mich fast selbst schuld daran. Fast. So, und jetzt habe ich alle fünf, genau, oder sechs Farben. Was wir hier auch immer brauchen müssen. Mal ganz kurz noch, was passiert, wenn wir jetzt den hier damit und mit diesem geheimnisvoll ätzende Flüssigkeit von Dissinger verbinden. Dann kriegen wir, aha, da kriegen wir so ein Papageienform, okay. Wer ist da? Ich bin Skybrush Threepwood, mächtiger Piratenanwalt. Tim. Ah, Anwalt Threepwood. Was kann ich für Sie tun? Im Moment nichts, denn wir werden in der nächsten Folge erst in den Gerichtssaal gehen. Bis dahin sage ich danke, dass ihr zugeschaut habt und wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, macht's gut.